aus dem Seemsig geparkt. Und dann fliegen immer Äste, Laub und Unrat rein. Zeitweise holen wir das schon raus, dass unsere Abläufe nicht verstopfen. Aber wir müssen das nicht einfach entsorgen. Sondern wir haben hier so Asthäufen, ziemlich gross, wie man hier sieht hinter mir. Aber was da innen alles lebt, das könnt ihr euch fast nicht vorstellen. Wir haben da innen Blindschleichen, wir haben da innen Kröte, wir haben da Insekten drin, alles Mögliche, was sich verstecken kann. Und wir merken das schon von unserem Areal. Da ist tagsdurch rechts reges Treiben auf dem Areal, aber vor allem in der Nacht ist eine riesige Party von verschiedenen Geräuschen hier im Sickipark. Selbst unsere Anlagen von der Raubtier bieten natürlich für die einheimischen Wildtiere auch einen tollen Lebensraum. Da waren wir sogar erstaunt gewesen. Wir haben ganze Fledermauskolonien, die hier in diesen Schlitzen leben. Vor allem in der Leuenanlage, die doch in der höheren Region oben ist, sehen wir da regelmässig am Abend, wie die starten. Das ist irrsinnig. Regelmässig warten wir am Sickerpark unsere Filteranlagen. Das sind die Schachdeckel, die wir hier im Park haben. Die machen wir auf, Kontrolle von der Filtertechnik. Aber dort gibt es immer wieder verirrte Wesen, eben Amphibien, die sich dort unten ansiedeln. Die holen wir natürlich raus und sie das eigentliche Gewässer dann wieder aussetzen. Aber was man da so alles findet, wir gehen suchen. Die gemeine Erdkrotte und die sind noch interessant. Man meint immer, die sind giftig. So ist es eigentlich nicht. Sie haben hier oben am Hinterkopf so Drüsen. Und wenn sie sich bedroht fühlen oder von einem Räuber gepackt werden, können sie sich aufblustern. Sie geben auch das Geräusch von sich. Und dann können sie da hinten die Säure ablassen. Also ein Sekret. Und wenn das ins Maul kommt oder in den Speichel vom Angreifer, ist das ziemlich übel. Das löst Reaktionen aus wie Übelkeit, Speicherfluss und. Es geht einem nachher hundsmiserabel. Darum, wenn man so ein Tier anlangt, nachher unbedingt die Hände waschen. Das ist jetzt ein anderer Vertreter. Sieht ähnlich aus, aber das ist jetzt ein Laubfrosch. Da sieht man irrsinnig an seinem Muster. Wenn der im höheren Gras innen liegt, ist er schön tarnt. Und nein, alle die jetzt zuschauen und fragen, ich küsse ihn nicht. Nein, mache ich nicht. Laubfrösche, die sind gemacht zum Springen. Die haben hinten ganz lange Sprungbeine mit langen Zehen und Flossen. Die sind also gemacht zum Springen. Der Laubfrosch springt enorm weit. Die Krotte, die wir vorher gesehen haben, die hat das nicht. Die hat eher kurze, kräftige Beine. Die hüpfen nicht so weit, aber die können irrsinnig toll und weit laufen. Die Amphibien suchen jetzt natürlich bei diesen Temperaturen den Schatten, feuchte, dunkle Orte. Die kommen nur raus am Abend in der Dämmerung oder in der Nacht. Wenn die Temperatur das zulässt, gehen die auf Raubzug, gehen die Futter suchen. Und sie sind eine gute Alarmanlage. Also wenn so das Gequake und das Geglöckel losgeht bei denen, dann weiss man so, jetzt kommt es dann auch regnen. Ja, da haben wir ein weiteres Amphib. Das ist bei uns doch häufig. Das ist der Berg Molch. Den kennt man irrsinnig gut. Der hat wunderschöne Farben. Vor allem unten am Bauch. Also wenn er angegriffen wird, kann er sich so leicht seitlich kippen. Und dann sieht man seinen schönen orangen, leuchtenden Bauch. Das soll die Fressfeinde abschrecken. Das ist keine Echse. Das ist eben, wie gesagt, gehört zu den Schwanzlurchen. So ein Salamander, also ein Amphib. Und der gehört ins Gewässer, klar. Die können auch an Land unterwegs sein, wenn es Temperaturen und die Feuchtigkeit zulassen. Und sonst sind es häufig in stillen Gewässern, in Tümpeln, in Seen sind die. Die heim und leichen dann auch ab. Und die machen auch einen Laich mit anschliessendem Larvenstadium, wo es zu der Kaulquappe kommt. Wir lassen ihn jetzt wieder laufen. Der wird sicher wieder zurück in die Kühle. Da haben wir jetzt doch einen häufigen Bewohner im Sickipark. Der doch auffällige Feuersalamander. Und der ist natürlich auffällig in den Farben, nicht umsonst, weil der hat es doch in sich. Der hat ein unheimlich starkes Sekret. Wie die Erdkrotte hat auch er hinten am Hinterkopf, hinter den Augen, die Drüsen.
Und wenn er sich bedroht fühlt, sondert er die ab. Und die sind doch toxisch. Also die können starke Reaktionen auslösen. Also wenn einmal ein Räuber so ein Tier frisst, dann macht das nur einmal, nie wieder. Das vergisst er nie mehr. Und Vögel und andere mögliche Räuber, die kennen die Farbe, die wissen ganz genau, halte dich da fern. Und da ist noch ein Junge, ganz ein junger Feuersalamander, ist eigentlich noch ein Baby. Die werden doch einiges grösser. Wie man da jetzt sieht, haben wir auch ein Babymulch. Dass man da mal die Unterschiede sieht. Sehr, sehr spannend. Die Amphibienwelt im Sickipark.